dann ziehen wir los. Unsere nächste Sprecherin, Andrea Prescher, Jahrgang 61, lebt als deutsche Staatsbürgerin seit Jahren in Oberösterreich. Sie ist Unternehmensberaterin, Informatikerin, Selbstversorgerin, Friedensaktivistin, freie Journalistin für alternative Medienprojekte sowie seit ihrer Jugend aufgrund ihrer jüdischen Wurzeln überzeugte Antifaschistin. Andrea Prescher redet heute, und zwar in Kürze hier auf der Bühne mit einer wichtigen Message, die auch international gehört werden soll zum Thema WHO. Und die Andrea wird auch noch mehr auf dem Truck sprechen. Und ich muss kurz etwas durchsagen, unsere freien medienunabhängigen Journalisten, ein paar haben verzichtet, auf der Bühne zu sprechen. Die werden dann auf dem vorderen Truck zu hören sein. Unter ihnen unter anderem Florian Machel, Peter F. Meyer von TKP. Und auch eben andere. Der Punkt ist, dass die Andrea so nett war zu sagen, sie spricht jetzt kürzer, auf dem Tag länger. Und danke auch für dein Verständnis. Ein Thema ist mir ganz wichtig. Lass uns klatschen. Ein Thema ist ganz wichtig. Wir können uns nicht auf Politiker verlassen. Wir müssen die Änderung herbeiführen. Und wenn Politiker uns erzählen, dass sie was ändern, mag das passieren oder auch nicht. Wir müssen für Veränderung stehen. Und ihr habt jetzt viel heute über die WHO gehört und es ist alles ganz tragisch. Wir haben uns mal wieder selbst erzählt, was wir wissen. Wichtig ist, dass die Informationen, die wir hören, an die Menschen draußen kommen. Darum gibt es die Seite mehr-wissen.info. Who is who? Was letzten Endes dieser Flyer und eine Webseite darstellt. Die ist inzwischen, und zwar mit heutigem Tag, in 20 verschiedenen Sprachen gibt. Darum wollte ich heute reden. Denn hier sind viele Leute international vertreten. Wir haben die Webseite und den Flyer übersetzt auf Afrikanisch, Arabisch, Tschechisch, Dänisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Hebräisch, Kroatisch, Ungarisch, Italienisch, Holländisch, Polnisch, Russisch, Slowenisch, Türkisch, Ukrainisch und letzte Nacht noch auf Portugiesisch. Das ist eine reine Privatinitiative von 3-4 Leuten, die das gemacht haben, mit Hilfe freiwilliger Übersetzer, die ich irgendwie herbeigezogen habe. Nehmt diesen Flyer. Geht auf die Webseite, ladet ihn euch runter und verteilt ihn in eurem Umfeld. Denn wir müssen viele Menschen erreichen, nicht nur uns selbst. Wir müssen die Leute, die wir nicht auf die Demos und nicht auf Telegram bringen, müssen wir informieren. Denn nur wenn wir viele sind, können wir den Wahnsinn verhindern. Darum who is who, mehr-wissen.info auf Deutsch. Oder whoishwho.fail auf international. Das war meine Message und die wollte ich heute unbedingt hier loswerden. Danke. Bravo! Ich war nur zu schnell. Dankeschön. So, wir gehen gleich los. Ich verspreche es Ihnen. Ich habe schon von jemandem gehört, es ist schon sehr lang. Ich weiß, ich hoffe, Sie treten eh immer wieder aus. Wir haben da auch Toiletten aufgestellt. Es gibt zum Essen rundherum. Auf jeden Fall, wir gehen gleich los. Ganz wichtig.